So, hallo und willkommen zurück. Hier natürlich wieder total ahnungslos, wo wir denn hingehen könnten, müssten, durften, sollten, wollten, falten. Hier ist offensichtlich nichts. Da hinten waren ja diese ganzen. Da war die Schlüsselkarte her. So, und ich muss momentan zugeben, ich bin ein wenig orientierungslos. Ja. Das war jetzt nicht geplant, aber den Bronzeschlüssel kann ich eh nur für diese Türen verwenden. Gut. Oder auch nicht. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich demnächst mal Karte wieder anschmeißen, wie üblich. Ich schmeiß mich jetzt einfach mal hier oben drauf. Hüpf hier rüber und dann schauen wir doch mal, was die Karte sagt. Die Karte sagt, da unten ist ein Item. Die Karte sagt, da kommt man da drüben hin. Die Karte sagt, vielleicht sollte ich mal ein Stück weiter nach rechts gehen. Wenn ich dann über dieses Lavafeld da rechts hinweg bin, dann werde ich mal wieder die Karte befragen. Kommt mir dieses Lavafeld bekannt vor? Bisher nicht, doch. Ich wollte sagen, bisher nicht sonderlich, aber das ist natürlich gelogen. Ich bin über das Lavafeld hinweg. Das heißt, da hinten ist natürlich gut, wie komme ich da hin? Das müsste ja eigentlich gehen. Das Traurige ist, da waren wir schon. Genau, so. Da haben wir eine Tür geöffnet. Was auch immer das für eine Tür war. Hier unten ist ein Mia. Diesen Mia erreichen wir allerdings nicht. Wir erreichen aber hoffentlich diesen anderen Mia da drüben. Dafür lassen wir uns jetzt etwas Zeit. Und haben diesen Mia. Und da war ein bronzener Schlüssel. Nun gut, wir haben also in dieser Mission jetzt eben diese Area geklärt. Wunderbar, 18 Minuten gebraucht. Hätte ich eigentlich in einer Mission auch noch machen können. Gut, sei es drum. Wir spielen einfach unverzagt weiter. Denn jetzt gibt es schon wieder eine neue Map. Diesmal sind es die Graslandschaften 2. Was sagt uns diese Karte über die Graslandschaften 2? Ach ja. Also wir sind in den Graslandschaften, nachdem wir aus den Höhlen herausgekommen sind. Diese Graslandschaften führen uns zu einem Wald, ein Gebiet, welches die Blobs bisher üblicherweise vermieden haben, hauptsächlich weil es dunkel und angsteinflößend ist und furchteinflößend. Und glücklicherweise ist der Eingang in diesen Wald bewacht von Auto-Cannon Sentry, also automatischen Feuerwaffen, welche mich erkennen und dann schießen. You'll stand no chance of getting past it unless you first disable it. Ich habe keine Chance, an diesen Dingern vorbeizukommen, solange ich sie nicht vorher ausgeschalten habe. Wunderbar. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an. Und wollen mal schauen, wie viele Mias wir so retten müssen. Wir müssen 11 Mias retten. Das klingt doch gut. Dann legen wir da einfach mal los. Da ist Exit, da will ich jetzt erstmal noch nicht hin.
Der hat eine Spreadgun, die nehmen wir mal mit. Der hat auch irgendwas, das hat er jetzt natürlich weggeworfen. Cherry klingt immer gut, Granaten nehme ich gerade nicht. Was ist da unten? Da unten ist natürlich wieder Säure. Deswegen haben wir gerade mal Glück gehabt. Und wir haben ein Maschinengewehr. Wir warten hier auf einen Lift. Der noch ein Weilchen braucht. Und hier ist der erste Mia. Perfekt. Meatloaf. Wunderbar. Meatloaf ist gerettet. Meatloaf freut sich da sicherlich drüber. Tja. Hey, der Schlinge. Oh, supi, ich hab schon wieder einen Laser. Und nochmal. Hui, das war knapp. Cherries sind immer gut. Und dieses Viech will ich auch los sein. So, Dele. Dann sind wir hier beim nächsten. Ausgezeichnet, haben wir zwei gerettet. Ich muss mal loswerden. Ich finde die Musik des Spiels ziemlich gut. Passen. Ist einfach. Hat was. Jetzt nicht unbedingt spannungserzeugend oder sowas, aber es hat einfach. So. Von da oben können wir runter unter Umständen. Allerdings nicht ohne Jetpack. Denn offensichtlich ist der Sinn dieses Spiels, viele Teile, viele Missionen nochmal spielen zu müssen. Könnte jetzt natürlich behaupten, dass man so das Spielprinzip in die Länge ziehen kann. Indem man einfach ein Level macht und man lässt immer erst die eine Hälfte machen und danach die andere Hälfte. Auf der anderen Seite will ich das ohne Scuba Gear riskieren. Nein. Nein. Nicht ohne Scuba Gear. Ja, ich kann schon wieder. Also, nicht ohne Tauchanzug. Scuba Gear. Das ist der Tauchanzug. Ich kann schon wieder nicht springen, offensichtlich, wie man gerade eben gesehen hat. Und sehe hier eine Satellitenschüssel, die ich deaktiviere. Wofür auch immer. Ich habe hier schon wieder einen Mia gerettet. Ich gucke mal auf den Radar. Ich denke, ich lasse mich da jetzt einfach fallen. Und werde dann hier rüber gehen. Was zur Folge hat, dass ich eben hierhin teleportiert werde. Okay. Wollte ich das? Eigentlich nicht so wirklich, glaube ich. Nun gut, aber jetzt bin ich eben hier. Granaten, das war jetzt weniger mein Plan. Der hat Granaten. Kugel. Goldenen Schlüssel habe ich vermutlich nicht.
ist jetzt aber an und für sich auch nicht so wichtig. Habe ich überhaupt einen Schlüssel? Nein, ich trage kein Inventar. Ich trage schon ein Inventar, aber in meinem Inventar. Bam. Das war schön. Hey, Schlinge. Und hier sieht man schon, dass da oben die Sentrygun ist. Das heißt, ich werde da nicht viel weitergehen. Weil sonst eben meinen dritten Continue brauche. Und diese Sentrygun, die macht scheinbar. Okay. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte euch bloß schnell die Sentrygun zeigen. Naja. Die macht scheinbar auch keinen Hehl draus, ob das nun Freunde oder Feinde sind, was man da so abmurzt. Hier sind wieder Dinger, das ist gut. So, Dinger, mit Dingern meinte ich natürlich Cherries, Kirschen, weil ich doch so total der Kirschfetischist bin. So, die Sentrygun ist nach wie vor aktiv. Einen Laser möchte ich nicht. So, hier müsste ja jetzt irgendwo, genau. Wiedersehen. Oh, Cherry. So, wie viel Mias brauche ich denn eigentlich noch? 4. Oh, ist gezeichnet, kommt beide. Ach, schade. Ich wollte gerade sagen, kommt beide da hoch, dann seid ihr nämlich beide gleich tot. Statt. Jetzt. Machine Gun. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich bin der Meinung, hier unten müsste irgendwo irgendwas liegen. Da hinten ist ein Mia. So, und wenn man schnell schwimmt, dann schafft man das nämlich ohne zu sterben. Also ohne dass man selber stirbt. Die anderen sterben natürlich trotzdem. So, und dann gehen wir doch mal schnell runter und schwimmen da schnell hoch und haben diesen Mia auch gerettet. Sind nicht mal ganz katastrophal dabei draufgehen. Sonst noch. Gut. Ja, da ist die Frage, wo ist denn der nächste. Ah, da oben sind zwei. Komme ich da oben ohne Jetpack hin? Gut. Wenn die meinen. Hier, ich bin da. Das war so teilweise gar nicht geplant. Hier warten wir natürlich wieder auf den Aufzug. Ach, darf ich ja gar nicht, ne? Ist doch die Rechtslage sicher wieder. Ja. Traurig. Darf ich hier gar nicht singen? So. Dann holen wir den nochmal da raus. Dann holen wir den nochmal da raus. Dann holen wir doch den da mal raus. Und da unten haben wir auch noch einen. So, jetzt. Genau. Bring dich um. Wir haben Madonna gerettet.
Das ist schon mal schön. Die können sich ruhig mal ein bisschen bei mir revanchieren. Das war ein guter Plan. Hier müsste noch irgendwo einer rumliegen. Ja, da hinten ist einer. Aber. Okay, also ich habe hier den Schlüssel runter. Der Spaß wird dann da hinten hin teleportiert. Das heißt doch, ich müsste jetzt versuchen, in diesen Teleporter reinzukommen, damit ich die Schlüsselkarte bekomme. In diesen Teleporter komme ich doch, wenn ich hier ganz lebensmüde nicht darunter hüpfe, sondern da links weiter, rechts natürlich. Gegner, Frischfleisch. Nein, ich bin kein Metzger. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. So, ich bin gerade wieder orientierungslos, wie immer. Wie üblich. Ach ja, ein schönes Spiel, bestehend aus Warten. Jetzt hätte ich es fast verpasst, gerade mal kurz auf die Uhr geguckt. Fast verpasst, hier dann natürlich. Das heißt, ich laufe doch da lang. Hey, warte mal, wo geht's denn da hin? Ah, da war ich doch schon. Oder? An und für sich, ja. Ja, glaube ich da schon. Da war ich doch so begeistert von meinen Hüpfsprüngen. Hüpfsprüngen, ja genau. Schon mal was anderes hüpfen sind als Sprünge? Egal. So. Was ich jetzt gerade eigentlich vorhabe, ist, neben den Teleporter zu springen, damit ich nicht direkt in diesem Key lande. Aber... okay. So, das ändert aber grundlegend erstmal nichts daran, dass ich noch einen weiteren Mia suche. Einen, richtig? Einen. Sehe ich hier einen? Nein. Ah, doch. Da ist einer. Dafür brauche ich aber allerdings einen Schlüssel, den ich nicht habe. Genau. Der hier will von mir einen Schlüssel. Ja, da hinten. Gut, ich muss zugeben, ich bin jetzt gerade ein bisschen orientierungslos. Ja, aber da komme ich nicht hin. So schon gar nicht. Und so erst recht nicht. Also, der Plan ist nun folgender. Wir hüpfen wieder zurück, wir warten hier, bis der Lift kommt, wir laufen die ganze Chose wieder zurück und dann springen wir rechtzeitig ab und hoffen, dass wir auf dieser einen Plattform landen, wo dort eben sich diese zwei Mias aufhalten. In der Hoffnung, dass wir dann einen zumindest davon retten können. Am besten sogar beide. Damit dann diese Karte abschließen. Jo, und wie heißt nicht so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt und deswegen hüpfen wir erstmal in die falsche Richtung. Ui, das war gut.
Junge. Und irgendwie ist das Ding immer... Genau. So, eigentlich bin ich da. So, da will mich jemand werfen. Ich war gerade etwas abgelenkt, weil ich natürlich hier auf meine Zeiten gucke. Und mir gesagt wurde, dass ich schon wieder über 20 Minuten spiele und deswegen beenden wir den Spaß für heute. Ich bedanke mich natürlich wieder, wie immer, dass ihr alle so fleißig zugeguckt habt. Würde mich natürlich über entsprechende Kommentare freuen. Und wünsche euch erstmal ein